Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur nächsten Episode von Viehzucht, unserem Fitnessstudio. Und zwar, heute wird es spannend. Ich habe schon erwähnt, wir gehen heute Geräte einkaufen. Und zwar sind die hier, schaut mal. Vielleicht kennt es der eine oder andere noch. Markus Rühls Fit and Fun in Darmstadt. Wir gehen jetzt mal kurz ins Gym und gucken uns Geräte an. Viel Spaß, los geht's. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Gut, und dir? Ach, danke. Geräte kaufen, Geräte kaufen. Oh ja. Wo ist denn der hier? Guck mal. Ach, der ist da drauf. Guten Tag, Herr Rehm. Servus, Leute. Wie geht's? Sehr gut. Was machen wir heute? Wir sind heute, wie angekündigt, etwas shoppen. Und zwar befinden wir uns in Darmstadt und hier wird ein Fitnessstudio aufgelöst. Und dementsprechend schauen wir uns mal hier an, was wir hier mitnehmen können. Und unser Gym zu vervollständigen. Guck mal, das kennt man doch noch aus den Markus Rühl Videos. Komischerweise, da vorne, stell doch Markus Rühl. Geil. So Leute, ihr könnt jetzt mal mitentscheiden, was man so brauchen könnte. Laufbänder, Cardio, Quatsch, braucht kein Mensch. Aber so coole Spiegel wären vielleicht nicht schlecht. Wir brauchen den Kabelzug hier. Ja, wir haben hier einen schönen Kabelzug. Und so einen haben wir auch in Waldorf, gibt es den auch. Das ist ziemlich gut. Ja, das sind Seile. Ja. Also guten alten Seile sind gut. Wenn nicht, dann müssen wir die austauschen gegen Kabelzüge, also richtige verstärkte Metallzüge. Aber das ist das kleinste Problem, weil die einfach durchgefädelt werden. Läuft noch gut durch. Also alles noch funktionsfähig hier. Jeder hat auch da. Mal gucken, was wir alles erreichen. Also die Brustpresse soll es werden. Der Seilzug, der da hinten steht. Das Seitheben, ja, das brauchen wir aber nicht zwingend, weil wir auch Seitheben an den Kurzhanteln machen können. Dafür ja. Nochmal extra einen Taui auszugeben. Ja, schon geil, aber theoretisch kann man sich das auch einfach an die Wand schrauben, ohne viel Gerät. Beinstrecker, Beincurler. Ganz wichtig. Essentiell. Guck mal, vielleicht kann man sogar die Beinpresse mitnehmen. Beinball stehen, brauchen wir keinen. Nein, brauchen wir nicht. Nicht zwingend. Was noch geil wäre, wäre diese T-Bar-Rudermaschine da hinten. Zum aufgelegten Ruder. Komplett flach. Ah, zum Hinstellen meinst du? Ja, ich will aber eigentlich zum Auflegen. Das ist ja das Ding. Weil sonst kannst du auch frei machen. Genau, Kurzhanteln sind noch wichtig. Weil die sind sackteuer normalerweise. Ja, und eigentlich genau für uns richtig, nur die Schweren sind noch da. Ja. Die Mini-Gewichte sind weg. Butterfly Reverse. Obwohl, gibt es auch in einem Kombigerät. Butterfly Reverse gibt es auch als Kombigerät. Da brauchen wir nicht extra eins. Was ist denn mit dem Turm hier? Da haben wir Latzug dabei, Rudern dabei. Rudern mit Brustpolster. Wir haben jetzt noch wie viel Deckenhöhe? 2,36. Aber der war schon ideal, ne? Ja. So eine Low Row, die ist Pflicht. Ja, eine Low Row da drüben, ja. Die ist geil. Das ist die, die wir in Waldorf haben, die ist mega. Ja, aber Rudern haben wir schon mit der Brust, vor allem mit dem Turm. Dasselbe bei dem Turm dort, siehst du das? Kann man Gewicht kaufen. Nee, das ist mit Stack. Ja, einzeln rudern kann man mit Kurzhanteln auch. Brauchen wir nicht extra ein Gerät für 1000 Euro. Herr Rehm. Das ist halt die Frage, was es kostet. Hier, die Brustpresse würde noch Sinn machen. Muss den Arsch weiter nach vorne. Muss ein bisschen rein, genau. Kennst du die noch? Das ist die aus Waldorf, erinnerst du dich? So, wir sind jetzt mal ein bisschen durchgelaufen, haben uns die ganzen Geräte angeschaut, auch auf Funktion. Und boah, sind einige ordentliche Geräte dabei, was wir gebrauchen könnten. Wir haben jetzt uns eine kleine Liste gemacht.
Wir sind bei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na gut. 15, 13 Geräte plus Hantelbänke, Langhantel und dann noch die natürlich die einzelnen Kurzhanteln. Also gesamtes sehen. Also 16 Dinge, die wir hier mitnehmen würden. Ja. Gucken wir mal in der Preisverhandlung, was das machen ist, ne? Okay, jetzt wird's spannend. Wir müssen nämlich jetzt über die Preise sprechen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Gewichte, weil die sind halt wirklich kack teuer. Und dann sind wir mal gespannt, was hier pro Gerät so rauszuhauen ist. Also pauschal ist es so ein Taui ungefähr, plus minus, je nach Gerät. Wir müssen gucken. Aber jetzt macht Shopping Spaß. Weil das Gym ist fertig, wir haben kaum mehr Arbeit und jetzt können wir uns auf die coolen Sachen konzentrieren. Geräte kaufen zum Beispiel. Aufgelegte T-Barrow. Die Brustmesse habe ich. Jetzt einen kleinen Brust. Das ist eigentlich schon so ein Mittelding. Dann die Multipresse. Ja, die mit dem V-Griff. Die steht hinten durch den Spiegel. Die da vorne, die weiße? Die weiß-blau, genau. Die Bank, Banktricken. Die sind schon von Bank und Handel, ne? Die Flachbank ist weg, ja. Und die Schrägbank ist weg. Nur für die Multipress kann ich ja schon so, die wo drunter steht, die kann ich schon mitgeben. Ja. Also die Handelbank, dann noch eine Handelbank. Die Safety Bar brauchen wir noch. Die Kniebeugenstange. Ja. Safety Bar. Was ist denn mit den Spiegeln? Genau, die Spiegel. Ich weiß nicht, was ich mit Silikon geklebt, ne? Ja. Und dann gucke ich, ob ich das ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das kriegt man aber aus. Nur mal kurz durch. Brauchen wir noch irgendwas? Butterfly? Irgendwas? Ist das nur ein Reverse oder kann man den auch zum Packdeck umdrehen? Hast du einfach nach vorne Butterfly und halt nach hinten. Für die Schuhe schon. Kann man auch umdrehen. Kann man auch umdrehen. Also den wollten wir jetzt haben. Nee, los, komm, los, ey. Noch schneller bei euch, wenn es was geht. Ja, gut. Dann die. Aber gucke, wenn ihr noch ein Butterfly habt, da vorne ist auch noch einer. Nicht zwingend notwendig. Triff uns weiter, so lange ich so eng und gebogen und glatt ist. Gut, so ein Tau wird aber das kleinste Problem sein. Ja, so. Da wäre nur eine Frage mit der Rudermaschine, eventuell, je nachdem, wie weit das ist. Hier. Guten Tag, Herr Rühl. Guten Tag, schön Sie zu sehen, junger Mann. Sag mal, jetzt wo das Studio aufgelöst wird, traust du dem so ein bisschen nach? Es ist ein weinendes, lachendes Auge. Ne? Also es war ja sehr schöne Zeit hier. Über 12 Jahre habe ich das Studio gehabt. Nee, nicht ganz. 15 Jahre. Nee, 10 Jahre. Es war eine sehr schöne Zeit, das war natürlich auch viel Arbeit, das war natürlich auch viel Ärger, ja, mit Vermieter etc. Ne? So ein Studio zu haben, ist immer geil. Das ist natürlich auch viel Arbeit. Verwechsel es immer so, wenn die Leute sagen, oh, ein eigenes Studio wäre ein Traum. Ja klar, aber das ist ja dein Job dann, und zwar das Studio auch zu führen. Ja, das heißt, abends um 11, wenn du nach 12 Stunden Schicht noch Scheiße aus sauber machst, ja, und gehst dann mit einem vollgeschissenen Hemd praktisch heim, das ist nicht immer sexy. Ne? Aber klar, es ist auch, Spaß und Freude und ja, klar, tut weh. Ne? Hast viel Vorbereitung hier gemacht, ne? Meine letzten drei Vorbereitungen habe ich hier. Ja. Von 2006, 2007, 2008. Habe ich komplett hier gemacht, ja. Deswegen waren, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich auf den Ergometer zugebracht habe, den. Und eine nehme ich jetzt mit. Das war bestimmt ein halbes Leben lang, wo ich da drauf gefragt habe. Aber schön, schöne Zeit über uns hier. Klar vermisse ich das. Würdest du es nochmal machen? Nein. Nein? Nein. Ein Studio zu führen. Wenn du so ein privates Studio hast, ist so viel Arbeit. Ja? Das heißt, ich war ja von Montag bis Sonntag da. Und wenn du einen Mitarbeiter hast, du hast einen Urlaub geplant und den Abend vorher rufst du dann deine ein oder zwei Mitarbeiter an und sagst, du, ich bin krank und danach keine Zeit.
Ja, dann sagst du Urlaub ab. Also das sind so viele Dinge, wo du kannst nichts planen. Du hast immer Business im Kopf. Du gehst auch nach dieser Schicht heim. Du musst einkaufen, du musst vorbereiten, du musst machen. Du hast die Buchhaltung, du musst den Geldeinzug machen. Du ärgerst dich mit den Leuten rum. Deine ganze Eierköpfe, die wäre 3,95 nicht bezahlt im Monat. Was. Und dann zu dritt dran kommen, was können wir noch am Preis machen? Ja, bei 19,95 im Monat. Mhm. Also du, ich kann da mal die Eier drehen. Ja, dann, das hast du noch gratis dazu. Das sind alles so Dinge, das zermürbt dich über die Jahre. Das wäre Studio, brauchst du schon ein gutes Nervenkostüm. Also ich muss sagen, der ist schon sehr, sehr fair. Also wir haben jetzt verhandelt und wir haben einen guten Preis bekommen. Es werden wahrscheinlich knapp 13 Geräte, 13 originale Markus Rühl-Geräte. Auf denen wirst du breit nur vom drauf sitzen. Das ist schon mal der erste Vorteil, der ist inklusive. Dazu kommen noch ein paar Stangen, Gewichte, was extrem teuer ist. Also wir haben einen Kilopreis vom Stahl von 1,50 und wir haben die Scheiben für 1 Euro pro Kilo geschossen. Ziemlich fair, also absolut in Ordnung. Und ich denke, wir haben so eigentlich einen kompletten Gerätepark und mehr brauchen wir nicht. Also mit 13 Geräten inklusive Turm, wo zweimal Rudern dabei ist, Latzug und so weiter. Also denke, das passt. So, ich würde sagen, unser Besuch hier war überaus erfolgreich. Wir haben jetzt gute 13 Geräte, knapp 1000 Euro los. Aber dafür haben wir schon mal den ersten wichtigen Stein gelegt. Thema eigenes Fitnessstudio. Kann ja besser werden. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht kriegen wir bald Zuwachs oder eine große Halle. Oder man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall hätte ich dann immer, egal was passiert, eine Möglichkeit zu trainieren. So, ich gehe jetzt mit der Kleinen noch eine Runde Gassi. Und dann beenden wir das Video. Also hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns im nächsten Video, vermutlich, wenn die Geräte kommen. Also, bis zur nächsten Episode. Macht's gut, euer Mike.